Willkommen zurück bei Diablo... Entschuldigt, geht ja gut los. Bei Diablo 3, Hain des Wehklagens, Folge 3. Friedhof der Verlassenen, den müssen wir finden. Und den Lehrling vom Schmied, den müssen wir auch finden. Also müssen wir nicht, aber wäre nicht schlecht, wenn... Oh, one hit. Nice. Oha. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Mitgenommen. Halt ihr auch noch. Jawohl. 30 Gegner gibt nochmal ein bisschen Bonusprozent. 1,75. Den Kreuzzug nicht auf. Schuhe. Ja, das erste Mal, dass wir Schuhe gefunden haben. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wo der Schmied oder der Lehrling vom Schmied hier rumlungert. Ob der hier irgendwo unterwegs ist oder ob der halt im Friedhof der Verlassenen ist, der eigentlich nicht. Ich glaube, der ist hier noch irgendwo. Ja, wir suchen ja mal einfach alles ab. Wir werden ihn schon finden. So. Auf dir rum zu kotzen, du Ekel. So. Immer noch nicht genug. Kannst du auch. Auch Handwerksmaterial. Können wir mal schauen. Deswegen behalte ich auch gerade die ganzen Waffen und verkaufe die nicht. Kann der Schmied uns ein bisschen was basteln, wenn wir den dann freigeschaltet haben anschließend. Kein Schmiedelehrling zu sehen. So, alle dunklen Flecken so gut wie aufgedeckt. Aus dem Norden, da ist noch was. Vielleicht treibt er sich ja darum. Oder ja. Mal schauen, vielleicht hier oben noch.
Oh. Jawohl. Seltenes Schwert. Schattiger Schinder. Cool. Nice. Warte mal, war der hier oben? Da leuchtet was? Ne, das ist der Friedhof der Verlassenen. Das ist unser eigentliches Erfolg, Grabräuber. Okay. Achso, huch, zerstört ein paar Grabsteine war das. Immer noch keine? Kein Lehrling da. Schade. Sucht nach dem Altar des Kanzlers. Hier gibt es drei Krypten und eine von denen geht es weiter. Mal schauen, ob wir direkt die richtige erwischt haben. Gibt auch schon ordentlich Geld, ne? 100 Gold? Stufe 11. Super. Nieder. Oh, da oben ist ein böser Feind. So, hier was Gescheites drin. Bloß ein bisschen Gold, okay. Auch hier so ein Elite-Gegner, der hier oben auf uns warten könnte. Geh endlich kaputt. Na komm schon. Noch nicht bereit. Sepus, Herr der Verrückten. Oh, nice. Oh, schade, einen seltenen Gürtel bekommen, aber den können wir leider nicht anlegen, denn der ist nur für den Barbaren. Schade. Oh, 25% mehr Erfahrung, auch super. Ja, geht schon ein bisschen mehr ab hier, unser Kreuzritterlein.
Das ist ganz geil, dass man die so gut betäuben kann. Shit, die nächsten Elite-Gegner. Na, kommt her. Nur Geduld. Na komm. So, das haben wir bekommen. Breitschwert des Sternenlichts. Leider in allen Belangen schlechter als unser derzeitiges. Ein trüber Kristall. Ist aber recht groß, die Krypta hier. Also ein Gemetzel. Gibt doch immer, ja, jetzt wie hier unten dieses Massaker, diese 15 getöteten Gegner. Hatte ich letztens in. Oh fuck, wo war das denn? War das im Akt 5 irgendwo? Über 300 am Stück getötet. Das war ganz nett. Ah, ein zweiter Krypta, Ebene 2. Oh, ein Gold fast. Und war da. Die Krone ist nah. Ah, tatsächlich richtig, direkt beim ersten Mal. Super. Oh oh. Boss-Time. Ha, den kann man blenden. Ach Gott. Fleischerschlund heißt es viel. Da kommen die kaputt. Glück gehabt. Kampfpflege. Schlechter. Oh, neues Schuhwerk. Super. 17 Vitalität. Nice. Astrein. Das können wir auf jeden Fall zum Anfang noch ein bisschen gebrauchen. Ein bisschen mehr Gesundheit. Dass wir einfach auch was aushalten. Okay, ich glaube, der Schrein hatte gerade erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, so wie das aussieht. Ah, super. Stufe 12. Ach ja, Niederstrecken. 5 Zonen pro erfolgreichem Angriff. Streckt Gegner in bis zu 30 Meter Entfernung mit heiligen Ketten nieder, die großen Schaden verursachen. Die Ketten teilen sich auf und springen auf Gegner in der Nähe, über denen sie weniger Schaden zufügen. Geil, das nehmen wir mal. Schwungangriff. Gebe es eine Rune, getroffene Gegner gehen in Flammen auf. Das neue wäre gesegneter Hammer. Beschwört einen gesegneten Hammer, der euch umwirbelt und jedem getroffenen Gegner Schaden zufügt. Das ist auch nicht verkehrt für die Massen. Ich mag solche Dinge eigentlich. Ich probiere das mal ganz kurz. Gleißender Schildrune. Geblendete Gegner leiden mehr Schaden. Ah, super. Geil. Fett. Das gefällt mir. Ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst.
Das hatte ich natürlich, da habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht, dass hier jetzt ein kleiner Boss kommt. Jetzt hätte ich hier diese Wirbelfähigkeit erstmal weggelassen. Für den anderen beibehalten. Nice. Couragierte Rüstung war das, ne? Genau, super. Klasse. Noch einen Gürtel haben wir bekommen, auch besser. Wunderbar. Hatten wir schon einen blauen. Stadtportal. Super. Ich muss zurückkehren. Sprecht mit Hedrick Eamon. Oder Eamon. Der ortsansässige Schmied. Klopf. Es ist schön, wieder Klopp. Zu arbeiten. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom... Regenerative Fellhose des Löwen haben wir bekommen. Hatten wir noch nichts? Super. So, Handwerker. Der könnte, ja, können wir erstmal reparieren. Ist jetzt nicht so notwendig. Hier könnten wir alle Gegenstände wiederverwerten. Ach so, ich muss noch jeden einzeln anklicken. Okay. Gibt die Möglichkeit, dass man direkt alle blauen oder alle seltenen oder alle gelben Gegenstände direkt verwerten lässt. Ausbildung. Stufe von Gegenständen von 15 auf 20. Hm. Schwert. Oh, wir haben ja gar nichts dafür. Können mal gucken. Wenn wir jetzt mal die ganzen Gegenstände hier. Achso, das sind die Anfangs-Items. So. Ja, jetzt geht's. Haben wir einiges bekommen. Mit dem Schwert könnten wir probieren. Pass mal auf, wir machen das einmal. Wir haben zwar da ein gelbes in der Hand, aber vielleicht plus 21% Schaden. Das ist ja super. Das nehmen wir mal direkt. Okay, ich habe jetzt direkt einmal ausgebildet. Vielleicht kriegen wir dann irgendwann... Ah, hier einen Flegel können wir herstellen. Stufe 20 wäre der. Mojo könnten wir auch herstellen. Eine Quelle. Das ist für einen Zauberer, genau. Grummsäbel. Geil. Stufe 19. Wir können uns ja schon mal vorbereiten. Boah, Alter. Geil. Das gefällt mir. Okay, na gut. Lassen wir es erstmal so dabei. Deckard Cain. Danke. So, das hier gehen wir mal verkaufen. Achso, ich habe dann noch Schärpen, sehe ich gerade. Halt. Mein liebster Hedrick, verzweifle nicht. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Unsere gemeinsame Zeit bedeutet mir mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann. Aber das ändert nichts daran, dass das Leben nicht gerecht ist. So. Wir müssen stark sein, um die Schrecken, die diese Welt heimsuchen, zu besiegen. Angekommen in Leoriks Korridor geht's jetzt weiter im Reich des finsteren Königs. Und gut ausgestattet machen wir hier auch beim nächsten Mal weiter. Die drei Dinge, die werden wir jetzt behalten, die werden wir jetzt auch öfter finden, immer wieder. Oder halt einfach durchs Verwerten bekommen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.